Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Work is ready to go. We're going to be handing you as you leave, or in fact Dan has it. Please see him as soon as you're ready to take off. We have an engineered drawing that shows a completely new approach between right where we're standing at the foot of the plaza and the anchorage. That would remove the existing bridge. Soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. And have a completely new approach in Canada ready to go. We were prepared to start that work this summer. We bid it early this spring. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. The city has continued to object and delay before Transport Canada. I hope that Transport Canada's respect for the City of Windsor's objections is greatly diminished as time is marching on. The bridge continues to get older. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen Sie sie mir. And it's time to move on with the major repair and rebuild. Und Ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an Ihnen mästen. Now, I'll take a few questions, and then I'm going to take off. So why don't you go first? Wer oder was ist ein gefreiter Butz? The bridge is not crumbling. We have some old concrete that from time to time does need repair, and we take care of those repairs. I don't deny, and as I said right from the beginning, the bridge is 80-some years old, and we need to get on with a new approach in Canada and eventually a new bridge over the water. That's what our plans are before Transport Canada. And we'll get to work on them as soon as they give us a... Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Clear through the red tape and allow us to build our private sector bridge without government assistance or taxpayer funds.
So that 500 million multiplied by four would entitle Michigan to $2 billion of federal aid money for the other roads and potholes and bridge repairs that the state has to do. And it would do so without putting Michigan in a situation where they owe something to another country who's giving them a handout. It would also do so in a way that Michigan continues to have a shining light on a private sector success that's done the right thing for the border for 83 years. Nun ist es soweit. Es ist zu Ende. Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Brandstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie hier in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der! Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wer oder was ist ein gefreiter Butz? In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen! Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Blut getrunken! All die anderen, ja, 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 ja! Man müsste die ganze Luftwaffenführung zerfangen! Ich bin ein Fehler!